Wir wollen euch heute auch mal eine Powerstation vorstellen. Allerdings haben wir eine Besonderheit bei unserem Video, denn Powerstationen sind ja jetzt schon sehr häufig vorgestellt worden. Wir haben auch sehr viele Videos gesehen und wir haben immer überlegt, okay, eigentlich eine saugeile Sache, aber hatten so ein Ding noch nie in der Hand und hatten noch nie eine Möglichkeit, so eine Station zu testen und zu sehen. Und daher haben wir jetzt eine DAWAT-Station bekommen. Die schauen wir uns jetzt mal an, die testen wir einmal durch, die besprechen wir. Und als Highlight kommen wir zum Schluss zu einem Gewinnspiel, denn wir verlosen einfach alles, was wir hier gerade auf dem Tisch stehen haben. Wir verlosen die DAWAT Powerstation, auch unter dem Namen Lubi, die auch unter dem Namen Lubi vertrieben wird. Die Station hatte, ich muss jetzt lügen, einen Wert von 999 Euro vor ein paar Monaten. Sie ist jetzt auf jeden Fall günstiger im Netz. Ich glaube um die 600-700 Euro. Also den Preis, den blenden wir euch ein. Den Link stellen wir auch mit in der Beschreibung. Und zu der Powerstation gibt es noch einen Solarpanel optional dazu. Und dieser Panel hatte zu der Zeit, wo wir die Sachen bekommen haben, einen Wert von 200 Euro. Also ich sag mal so grob weg, haben wir hier einen Wert von 1000 Euro stehen. Und jetzt passt auf, nach der Vorstellung machen wir ein Gewinnspiel, denn ihr könnt alles gewinnen. Und wir haben überlegt, machen wir das, wie machen wir das? Wir kriegen die Gegenstände zum Testen, wir stellen die auch gerne vor. Es ist für uns interessant, diese Gegenstände einmal vorzustellen. Wir interessieren uns dafür, wir wollen dann sehen, wie die funktionieren und ob die Dinger überhaupt was taugen. Und dann finde ich es immer ein bisschen blöde, wenn die Videos einfach nur werbelastig wirken. Man stellt ein Ding vor, ihr guckt euch das an und das Video ist zu Ende. Und ihr wisst ja, dass wir das alles ein bisschen aus Just for Fun machen. Und die Videos, das ist einfach nur aus dem Hobby heraus. Wir wollen damit kein Geld verdienen. Und da haben wir jetzt gesagt, gut, wir machen das Video und dann verlosen wir das. Und ja, dazu später mehr, also bleibt dran. Wichtig ist, schon mal vorweg, zum Gewinnspiel, wir haben uns da ein bisschen was überlegt, weil wir wollen jetzt unsere Abonnenten unterstützen. Mit jedem Abo unterstützt ihr uns. Und wir haben dann überlegt, wir unterstützen immer unsere Abonnenten, die uns schon etwas länger abonniert haben. Aber dazu nachher mehr. Jetzt fangen wir hier mal wirklich zu dem, gehen wir hier mal zu der Erklärung über. Und zwar ist die Powerstation, also von der Größe her, total cool. Also ich kann sie hier mal nehmen. Auch wenn man mit dem Zelt oder mit dem Rucksack oder wie auch immer unterwegs ist oder mit dem Van, passt im Fahrradkorb rein. Also es ist total handlich und Was wiegt sie denn ungefähr? Hättest du jetzt mal eine Waage dabei? Ich würde jetzt 3 bis 4 Kilo jetzt, also ist jetzt nicht schwer, also ich würde sie jetzt vielleicht nicht im Rucksack packen, aber wenn man jetzt also auf dem Festival fährt oder mit einem Van unterwegs ist und keinen Wechselrichter an Bord hat oder keine autarke Stromversorgung, dafür ist die Box ideal. Und wenn wir hier mal vorgucken, auch wenn man jetzt abends vorm Fahrzeug sitzt oder irgendwo auf dem Festival ist und es wird abends dunkel, da habe ich nämlich noch keine Box gesehen, die jetzt auch ein verbautes Licht hat. Das finde ich hier ideal. Man kann sich hier abends einfach mit einem Licht versorgen. Man sieht auch sofort, jetzt springt das Display mit an. Wir haben jetzt eine Akkuladung von 100% drin und wir können jetzt, ja, sie, ich weiß nicht, fährt noch hoch, fährt die Box hoch. Auf jeden Fall ist hier irgendeine Grafik am Arbeiten. So, die Box haben wir uns jetzt vorher noch nicht so genau angeguckt. Das heißt, wir müssen jetzt selber noch mal ein bisschen gucken, wie das funktioniert. Auf jeden Fall funktioniert das Licht jetzt über 99 Stunden. Da kann man noch verschiedene Stärken einstellen. Oh, hier, Disco-Licht. Ich glaube, das ist eher SOS, oder? S? Naja, Disco-Licht, SOS, wer weiß es schon. Disco-Licht. Dann hat man hier noch ein pulsierendes Licht und ja, mit einem längeren Knopfdruck kann man das Licht ausstellen. Dann hat man noch einen Zigarettenanschluss. Naja, das finde ich jetzt gerade nicht so cool, dass der Deckel komplett abnehmbar ist. Schöner wäre es, wenn der hier hängen bleiben würde, aber das ist jetzt nicht wild. Also man kann Geräte mit einem Zigarettenanzünder laden und man hat hier halt die Möglichkeit, alle gängigen USB-Formate zu laden. Dann auch USB-C ist vorhanden. Und ja, hier haben wir noch den Stecker für das Solarpanel, um die Box auch autark betreiben zu können. Also generell, ich weiß noch, als ich ein bisschen jünger war und in meiner Festivalzeit hatte ich immer das Problem, wie lade ich mein Handy auf und wie bleibe ich mobil? Und mit so einer Box ist es total erschlagen. Also da können etliche Handys dran aufgeladen werden. Es kann ein Kühlschrank dran betrieben werden
Und wenn die Sonne scheint, kann es dann noch wieder über ein externes Solarpanel aufgeladen werden. Also ist man auf einem Festival oder mit einem Van zum Teil komplett autark unterwegs. Und das mit so einem kleinen Gerät. Es ist spitzenmäßig. Und zur Steuerung, es ist total einfach zu handeln. Man klickt auf den Knopf, aktiviert dann diese Steckplätze, die man denn gerade benötigt und kann loslegen. Man kann auch mehrere gleichzeitig aktivieren. Jetzt sind hier alle Stromports aktiviert. Kann man noch zusätzlich das Licht anschalten. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Und ich würde mal sagen, wir machen mal ein paar Tests. Also die Lubibox, die kann 700 Watt Leistung verarbeiten. Und da wollen wir mal gucken, für welche Gerätschaften dann die Box da ausreichend ist. Und da würde ich sagen, fangen wir mal einmal mit dem Fahrrad an. Wir haben hier schon mal, wir machen mal ein Beispiel am Fahrrad. Wir haben hier ein Rad von Johanna mit einem ganz normalen Bosch-Antrieb. Ich will behaupten, dass 90% aller Fahrräder einen Bosch-Motor und den normalen Bosch-Antrieb haben. Und da wollen wir mal einmal gucken, ob wir dieses Fahrrad mit der Box laden können. Wir haben uns im Vorfeld nicht schlau gemacht, wie viel Verbrauch und wie viel Watt so ein Ladegerät hat. Das machen wir jetzt mal einmal spontan hier alles in dem Video. Ja, 50 Hertz, 1,5 Ampere. So, und da würde ich sagen, gucken wir mal, was passiert, wenn wir das Fahrrad hier jetzt mal laden wollen. Das ist jetzt Johannas Fahrrad. Ich bin hier jetzt nicht so oft am Werk, aber gut. So, Stecker sitzt, Glück gehabt. Ziehen wir den Tisch hier mal ein bisschen dichter ran und dann gucken wir mal, was passiert. So, aktuell mit den ganzen aktivierten Ports, das können wir ausstellen, brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt nur AC. Das heißt, so wie die Box jetzt läuft, kann sie 52 Stunden laufen. Klar, der Wechselrichter und so, der ist hier am Werk. Das heißt, sie verbraucht bereits Strom. Wenn wir das hier einmal ausstellen, dann ist natürlich... Okay, dann geht die Anzeige mit auf. Das war jetzt nicht so gewollt. Aber okay, so, der WR ist an. Jetzt steht hier auch 99 Stunden. Wahrscheinlich ändert sich das jetzt gleich noch. Genau. So, jetzt ist der Stecker aktiv und wir können jetzt den Stecker einstecken und sehen, es gehen aktuell 10 Watt raus. Genau, jetzt fängt das Ladegerät an zu laden. Und die Box verbraucht oder gibt gerade 200 Watt ab und hält 2,5 Stunden. Ob man damit jetzt ein Rad komplett voll bekommt, ist die Frage. Also man kann generell auf jeden Fall schon ordentlich anladen, aber wenn man realistisch ist, es ist eine sehr kleine, kompakte Box. Ich glaube, der Fokus liegt eher drauf, mal eben kurz abfüllen oder ein Handy laden. Oder ja, was auch immer man für Geschichten gerade machen muss. Hier sehen wir auf jeden Fall die 200 Watt Ausgang. Und wir treiben das mal ein bisschen höher. Denn wir haben hier auch noch ein Yamaha-Rad, was auch geladen werden will. Und da ist halt die Frage, wie wir das mal testen. Wir bauen hier mal ein bisschen was um jetzt. So, stoppen wir einmal die Ladung. Da waren 200 Watt, die da durchgehen. Wir gucken mal, wie weit wir das Gerät belasten können, bis er auf Störung springt oder ausspringt und sagt, so, ich kann nicht mehr weiterladen. Unsere super vorbereiteten Videos immer, ne? Wir hören von YouTube-Kollegen, dass sie wirklich stundenlang anfangen, ein Drehbuch zu schreiben und eine Aufgabenliste zu erstellen, wie das Video erstellt wird. Ja, jetzt, wo man dieses Video sieht, weiß man, wir machen es nicht. Wir haben da leider auch einfach gar keine Zeit für, weil es einfach so ein bisschen spontan nebenher läuft. Wäre schön, wenn wir irgendwo mal ein bisschen mehr Zeit für die Videos hätten, um da doch noch mal ein bisschen mehr System reinzubekommen. Aber aktuell ist es einfach neben der Arbeit, das läuft so mit. Das heißt, wir haben die Videos jetzt so gestaltet, wie sie sind, alle spontan und ohne großartige Überlegung und Vorplanung.
So, jetzt haben wir hier zum Beispiel oder sogar zwei Räder angeschlossen. Schalten wir die Box nochmal wieder an. So, jetzt gehen hier 400 Watt durch und 700 Watt kann sie verarbeiten. Hat, ja, jetzt kann man 1,2 Stunden laden, bis die Box leer ist. Aber ich meine, wenn man realistisch ist, wenn man weiß, man lädt Räder und so weiter, dann würde man wahrscheinlich zu einer größeren Powerstation wechseln. Aber man hat ja noch das Solarpanel und ich glaube, wenn die Sonne scheint, und ich mag mich jetzt täuschen, aber ich meine, dass das Solarpanel 100 oder 200 Watt, ich weiß es gar nicht, das schreiben wir mal mit rein, verarbeiten kann. Und wenn da noch die Sonne scheint und die Sonnenaufnahme da auch noch mit drin ist, ich glaube, dann sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Hier haben wir dann zum Beispiel noch eine Möglichkeit, direkt an dem Panel hier Geräte zu laden. So. Ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Solarpanel. Es wird einfach eingesteckt, es wird ausgelegt. Und wenn denn die Sonne auch scheinen würde, dann würde jetzt eine Ladung eingehen. Und dann würde sich hier bei Input natürlich die eingespeiste Wattzahl anpassen. Leider laufen wir immer weiter in den Winter. Somit fehlt die Sonne ein bisschen. Also hier ist auch so ein kleiner Schadspalten, aber da ja, passiert leider großartig nichts. Oder nicht was. Ja, so viel zu der Box. Also ganz viel zu erklären gibt es bei der Box nicht. Also die Funktionen, die sollten klar sein. Die Box ist total einfach zu handeln. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal einmal den Peak-Test oder den Maximum-Test. Ich hole mal einen Föhn rein oder raus und dann gucken wir mal, was die Box denn beim Föhn macht. Bei mir persönlich wäre wichtig, wenn wir eine Box haben und wenn wir jetzt ein Fahrzeug hätten ohne Wechselrichter. Man munkelt ja auch, dass wir aktuell im Fahrzeugwechsel sind. Da könnte man ja auch munkeln, dass das Fahrzeug anfangs kein Solar- und kein Lithium-Akku hat. Die Fahrzeuge, die werden ja teilweise mit 80 mA oder 75 mA oder Ampere Batterie ausgeliefert und das ist ja reinweg gar nichts. Und dann könnte man so eine Box natürlich erstmal als Alternative nehmen, bis das Fahrzeug soweit ausgebaut ist, bis es für die jeweiligen Zwecke passt. Und wenn man mal ganz verrückt ist, das machen wir mal nochmal, bevor wir mit dem Stromtest beginnen. Wir sind mal jetzt... Ich weiß nicht, ob man das so macht und plant. Es ist ein bisschen irre, aber komm mal mit. Was hat er jetzt schon wieder vor? So, wir haben hier jetzt zum Beispiel ein ganz normales Fahrzeug ohne Wechselrichter mit einem ganz kleinen Akku und stehen im Winter und uns geht der Akku aus. Wir wollen aber noch eine Stunde Fernsehen gucken und vielleicht mein Handy laden oder haben ein Notebook dabei mit einem 220 Volt Stecker und brauchen einfach mal den Strom, haben aber keinen Landstrom. Dann könnte man hier jetzt hingehen und über diese Box das ganze Wohnmobil mit dem Strom versorgen. Das war jetzt kurz die Wasserpumpe, die angegangen ist. So, wir haben jetzt Landstrom hier dran. Ob man das so macht und ob das so wirklich sinnvoll genutzt werden kann, weiß ich nicht. Aber guck mal, wir haben jetzt hier das Fahrzeug über die Lubi-Box laufen und haben direkt einen Verbrauch von 138 Watt. Jetzt ist die Frage, warum verbraucht der jetzt schon 138 Watt? Wahrscheinlich lädt irgendwo die Batterie auf, die Fahrzeugbatterie oder die Bordbatterie. Ich mach mal einmal den Kühlschrank einfach an, mal gucken, was passiert. Thank you.
Also im Wohnmobil steht, dass Landstrom angeschlossen ist und der Kühlschrank läuft und die Bordbatterien sind geladen. Es kommt sogar hin. Der Kühlschrank, der verbraucht so um die 300 Watt. So könnten wir zum Beispiel ja, im Notfall dem Fahrzeug noch eine Notstromversorgung geben. Aber dafür ist es wahrscheinlich nicht gedacht. Also es ist ein cooles Gadget, glaube ich, wenn man mal wirklich irgendwie Engpässe hat. Aber hier nehmen mal die normalen Anwendungsbereiche dazu. Wäre zum Beispiel ein Handy. Ja, ein Handy. Ich glaube nicht, dass wir hier jetzt wirklich ein Handy anklemmen müssen, weil ich glaube, dass es selbst reden, dass das mit dem Handy problemlos funktioniert. Ich glaube, hier kannst du etliche Male ein Handy laden. Ich glaube, das fällt energietechnisch überhaupt nicht ins Gewicht. Also wir gucken mal um die oder nach den stärkeren Verbrauchern. Also ich glaube, dass wir nochmal einmal einen Föhn anklemmen können. Ich weiß nicht, wie viel Watt unser Föhn hat, aber vielleicht können wir den da auch drüber betreiben. Ansonsten ist es eigentlich nur nochmal interessant, wie handlich das Gerät ist. Ne? Und wir haben das ja jetzt eigentlich schon mal gesehen. Die Anzeigen sind klar, hier gibt es noch ein paar Kühlöffnungen, aber sonst es ist sehr stabil und hochwertig gebaut. Ich glaube, das Gerät, das kann man auch einfach hinten irgendwo in den Kofferraum schmeißen und losfahren. Also ich glaube nicht, dass das relativ anfällig für Schäden ist. Also das ist schon gut und stabil gebaut. So, das funktioniert. Ja, ich weiß nicht, ob du das gerade gezeigt hast. Werden wir hier nochmal Solarpanel öffnen. Hattest du, glaube ich, gerade gar nicht. So, das lässt sich hier auch schnell verschließen und kann komfortabel mitgeführt werden. Also, es ist ja nur zu empfehlen. Also, es kommt noch ein bisschen so auf den Anwendungsbereich an, aber wenn man jetzt wirklich nur hier diese kleinen Kühlschränke, die mit dem Autoadapter zum Beispiel, ist mega. Da ist so ein Autoadapter, also ein Zigarettenanzünder mit dran. Unterwegs ist, auch mit dem Bulli, hat keinen Kühlschrank drin, dann hat man den kleinen Kühlschrank. Ich will behaupten, dass der kleine Kühlschrank, ich weiß nicht, was der verbraucht, aber der kann stundenlang an dem Gerät laufen. Ja, und hier dieses Solarpanel hat auch noch einen USB-C-Anschluss und einen USB-Anschluss, das heißt, man kann auch noch andere Geräte unabhängig von der Lubibox anklemmen, aber braucht man nicht, wenn man mit dem Solarpanel nur die Box laden will. Und ja, Johanna, was probieren wir mal aus? Wollen wir mal einen Föhn anschließen? Hol mal den Föhn. Auch noch mal gerade das Ladegerät gefunden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie schnell der aufgeladen hat. Ich glaube aber, dass der ich hatte ihn 4 Stunden dran. Als ich ihn abgemacht habe, war er auf jeden Fall voll. Ich weiß auch nicht, mit 95 Watt lädt der. Aber Zahlen, Daten, Fakten, wir verlinken die Herstellerseite bzw. den Link zum Artikel und da stehen dann die ganzen Spezifikationen drin. Und ja, aber was will man jetzt noch großartig zu der Box sagen? Ja, das ist eine robuste Box. Sie macht, was sie soll. Die Funktionen, die sind einfach und schnell erklärt. Und ich will mal gucken, steht hier was drauf, wie viel Watt hat der Föhn? Oh, das ist interessant. Guck mal, der 1000 bis 1200 Watt. Wir haben den jetzt auf Stufe 1 laufen und der verbraucht 578 Watt. Das heißt, ich würde sagen, dass die Zahlen schon sehr gut hinkommen. Also wenn man jetzt unterwegs ist, mit der Stufe könnte man auf jeden Fall die Haare trocken bekommen. Aber jetzt passen wir mal auf. Jetzt machen wir Stufe 2. Was? Der geht auf 900 Watt hoch. Okay, jetzt sagt er, er will nicht mehr. Aber er ist definitiv über 700 Watt gelaufen. Jetzt ist er kaputt. Overload. So, wie kriegen wir die Meldung weg? So, wahrscheinlich einmal hier bestätigen.
Thomas. Ja, Leute, ich glaube, das war's mit dem Gewinnspiel. Nee, da wird ja eine Schutzsicherung drin sein. Hier. So, jetzt haben wir den aus. Aber guck, halt mal hier drauf. So, jetzt haben wir... Ah, okay, der Strom ist sofort vorhanden, aber bis er da erstmal sich da gesammelt hat. Genau, hier kommen jetzt die Anzeigen. Und jetzt achtet mal drauf. Jetzt machen wir mal ein bisschen mehr Power drauf. 736 Watt, 885 Watt. Wie viel Spitze hat er denn? Also der hat 7 Watt Durchgangsleistung. Okay, der hat aber auch eine Peak, also eine Spitze, die er ein paar Sekunden aushalten kann. Ne, das ist eigentlich 700 Watt. 700 Watt Max. Das heißt, der geht über 700 Watt sogar drüber. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall so. Also man kann sich innerhalb 900 Watt... Okay, da springt die Sicherung rein. Oder die... Da geht er aus. Naja, also was ja jetzt gut ist, weil das Gerät da schaltet ab. Dementsprechend ist die Sicherheit gegeben, dass bei höheren Spannungsversorgung nichts passiert. Da ist die... Da schaltet er ab. So soll das auch sein. Schlimmer wäre es gewesen, wenn jetzt auf einmal dunkle Rauchzeichen aus dem Kasten rausgekommen wären. Aber ja, Johanna, haben wir alles gesagt. Ich weiß nicht, was man zu der Box so sagen kann. Also sie ist astrein. Ich glaube, preislich liegt sie im sehr guten Rahmen. Ich weiß nicht, ob aktuell noch eine Rabattaktion bei Amazon läuft. Also wir stellen den Link rein, guckt da mal rein. Und ja, Leute, wenn ihr irgendwie keinen Strom habt und seid öfter auf Strom angewiesen und merkt, hey, im Moment so eine kleine Powerbanks und so, die reichen nicht mehr aus, dann können wir das Gerät nur empfehlen. Und jetzt zu unserem Gewinnspiel. Also wir haben das Gerät jetzt mal erklärt und wir haben ja aktuell bei uns im Fahrzeug einen Wechselrichter und so weiter verbaut. Das heißt, das Gerät brauchen wir aktuell nicht. Wenn wir, wie man munkelt, eventuell mal ein größeres Fahrzeug bekommen und haben keinen Wechselrichter, dann würden wir wahrscheinlich für unsere Verhältnisse auf ein Gerät gehen, was 1500 Watt Dauerleistung kann. Weil dann könnte man auch einen Wasserkocher betreiben und einen Föhn. Das wäre für uns jetzt wichtig. Wenn man sagt, man braucht die Sache nicht und will nur ein bisschen Handy laden, Notebook laden, einen kleinen Kühlschrank nebenher laufen lassen auf dem Festival, da ist das Ding völlig ausreichend und einwandfrei. So, und hey, guckt mal nach oben. So, bevor wir jetzt mit dem Gewinnspiel anfangen, wir haben gerade ein paar Sonnenstrahlen. Dann gehen wir aus dem Schatten raus. Ist ja hier der Stecker. Es ist wirklich schnell aufgebaut, ne? Also das. So, hier meckert er immer noch rum, dass hier eine Überspannung war. Hier, jetzt sieht man sogar, es wird mit 4 Watt geladen. Das ist jetzt nicht. Das ist jetzt nicht die beste Leistung, aber es ist halt auch ja, dementsprechend wenig Sonne da. Aber ich hatte das Ding einmal, wo waren wir da? In Flögeln, da wo es so warm war. Da habe ich die nämlich einmal ausprobiert. Ich glaube, ich gucke mal, ob ich den Ausschnitt von dem Video noch habe. Da sind wir auf 80 Watt Einspeisung gekommen mit dem Solar. Und ich finde, das ist schon ein relativ guter Wert. Und wie machen wir weiter? Gewinnspiel? Kommen wir nochmal zu der besten Sache des Videos. Zum Gewinnspiel. Wie gesagt, ihr könnt die Box plus Solarpanel gewinnen. Und was müsst ihr dafür tun? Schreibt uns gerne in die Kommentare, warum ihr Interesse an dieser Box habt. Wo ihr diesen Mehrwert seht durch diesen Gewinn. Und ja, schreibt irgendwas rein. Und auch gerne dabei, wie lange ihr unseren Kanal schon abonniert habt. Weil vielleicht gibt es da einen kleinen Vorteil. Ja, gibt es nicht. Können wir ja nicht auslosen. Wir schauen mal. Auf jeden Fall haben wir noch kein wirkliches System bei unserem Gewinnspiel. Wir lassen es erstmal über die Kommentare laufen, die in diesem Video entstehen. Also schreibt auf jeden Fall rein, seit wann ihr unseren Kanal abonniert habt und warum ihr die Box haben wollt. Und ich würde sagen, am 5. November überlegen wir uns mal was, wie wir das am besten dann verkünden können, das Ganze. Vielleicht machen wir das sogar auf dem Samstagabend, das ist der 5. November, bei einem Live-Video, dann öffnen wir zusammen ein Bier und gehen das ganze Gewinnspiel mal durch am Abend und erkören dann mal die glücklichen Gewinner oder den glücklichen Gewinner. Und ich würde sagen, so starten wir das Ganze mal. Das ist unser erstes Gewinnspiel in dem Sinne und wir müssen auch mal ausprobieren, wie es funktioniert. Und ich finde, der Gewinnspielbetrag ist jetzt auch nicht ohne. Wir reden hier über einen Wert von 1000 Euro. Also
1000 Euro für einen Kommentar. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war jetzt nicht zu chaotisch. Und wünschen euch noch einen schönen Resttag. Und bis zum nächsten Video. Und Leute, wenn ihr Bock habt, schreibt auch in die Kommentare rein, dass ihr wollt, dass wir euch persönlich die Box rüberbringen. Weil... Thomas! Du spinnst! Das muss ich erst noch mit Johanna diskutieren. Vielleicht geht's auch per Post raus. Aber vielleicht kommen wir auch vorbei. Dann können wir auch persönlich auf ein Bier anstoßen. Seid gespannt, kommentiert und abonniert den Kanal.